Wir versprechen uns davon einfach, dass die Leute halt mehr aufgeklärt werden und dass die Gesellschaft vielleicht auch mal sieht, okay, das ist halt einfach ein normaler Job, die Dame möchte das oder sie verdient halt damit ganz normal auch ihr Geld, wie jeder andere auch. Und ja, und so schaffen wir vielleicht mehr Akzeptanz einfach auch für diese Branche, beziehungsweise für die Sparte. Also das ist uns ja auch ganz wichtig, diese Akzeptanz in der Gesellschaft für Sexworker. Und wir wollen halt einfach erreichen, wenn jetzt so ein Plakat irgendwo gegenüber einer Bushaltestelle, sobald sich die Leute darüber anfangen zu unterhalten, ist unser Job eigentlich getan und haben wir gewonnen. Das ist einfach, ich weiß, wir können zwar die Welt wahrscheinlich nicht verändern, aber wir haben wenigstens was dafür getan, dass wir sagen, hey, schaut mal her, die zahlen ihre Steuern, das sind ganz normale, wie jede andere Arbeiterin auch. Sie macht halt eine Dienstleistung. Freiwillig. Also das Plakat wird im Endeffekt in der Hälfte geteilt. Das heißt, auf der einen Seite ist sie ja eine ganz normale Mutter und auf der anderen Seite geht sie halt ihren Job nach. Also die eine Hälfte Business, also ne, geschäftlich, und die andere als ganz normale Hausfrau. Jetzt muss man sich vorstellen, dass Vika praktisch in einer Silhouette sein wird, die halt dann in der Mitte geteilt ist. Also die eine Hälfte von Vika hat dann eben Reizwäsche an, in Strapse und in einem Hotelzimmer. Und die andere Hälfte hat halt einen Kinderwagen in der Hand und steht am Spielplatz im Endeffekt. Und da steht halt dann ganz groß drüber, auch Sexworker haben Kinder oder auch Sexworker können gute Eltern sein. Oder Sexworker sind auch gute Mütter. Also bis jetzt ist es super gelaufen. Ich bin mega glücklich hier zu sein. Macht wirklich viel, viel Spaß. Es ist zwar mega anstrengend auch, aber gehört dazu. Es ist ja für einen guten Zweck. Mehr Toleranz für Sexworkerinnen, die eben auch Mütter sind. Und ja, da kann ich am besten, glaube ich, mich präsentieren, weil, wie gesagt, ne, bei mir ist das ja auch so. Und ich hoffe, ich kann dadurch auch was verändern. Ich bin stolz drauf, deswegen mache ich das auch. Und ich hoffe, dass das auch andere sehen und sagen, hey, schau sie an, die hat den ersten Schritt gemacht, ja, ich traue mich vielleicht auch, ich versuche das auch, und dass die Frauen auch selbstbewusster damit umgehen und sagen, hey, ich brauche mich nicht verstecken, ich brauche mich nicht schämen. Also ich hoffe, ich mache den ersten Schritt in eine gute Richtung, sage ich mal so.